Heute möchte ich euch unseren Käfer präsentieren. Ja, fangen wir im Prinzip beim Herzstück an. Ich glaube, das ist für die meisten am interessantesten. Moin, moin, meine Elektroumbaufreunde. Heute möchte ich euch unseren Käfer präsentieren und euch unseren Elektroumbau dabei zeigen. Das ist unser Prototyp, wo wir unsere Technik dran getestet haben und das Kit entwickelt hat, was dann bei uns kaufbar ist. Es handelt sich um 1967er VW Käfer, der mit uns mit Nissan Leaf Technik umgebaut wurde. Genau, am besten wir zeigen das Auto einmal von außen und dann gucken wir uns die Technik ein bisschen in Einzelteilen an. Genau, das ist das Außen. Also ich würde immer sagen, niemand erkennt von außen, dass es ein Elektrowagen ist. Außer hinten fehlt natürlich eine Kleinigkeit, da fehlen die Auspuffrohre. Aber ja gut, da müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht die Originalen hinmachen oder ob wir das zuschweißen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Wichtig ist halt immer für uns eigentlich, dass wir das Auto halt nicht zerstören. Dass wenn man irgendwann keine Lust mehr auf den Elektroumbau hat, dass man dann im Endeffekt wieder alles rückrüsten kann. Ja, fangen wir im Prinzip beim Herzstück an. Ich glaube, das ist für die meisten am interessantesten. Was haben wir hier? Das ist ein Nissan Leaf Motor. Also hier unten den Motor. Das ist Generation 2, 80 kW, 254 Newtonmeter. Hier oben den Inverter. Der macht aus der Batteriespannung, die von hier kommt, plus minus, dann im Prinzip das Drehfeld für den Motor, einfach gesagt. Das ist alles original Nissan Leaf und wird über unser Steuergerät angesteuert. Dann haben wir hier oben drauf noch einen 3,3 kW Charger. Das ist sozusagen die einfachste und billigste Variante, die wir anbieten als Umbaukit oder halt auch bei uns umbaubar. Deswegen haben wir hier nur 3,3 kW Lader drauf. Man kann aber auch, wenn man möchte, mehrere Lader parallel oder was ich empfehlen würde, halt einen größeren Lader, beispielsweise Tesla etc., wie wir es bei den anderen Umbauten benutzen, einbauen. Genau, das sind so die Teile. Wassergekühlt, also es ist kein luftgekühlter Käfer mehr, sondern es ist jetzt wassergekühlt, aber der Kreislauf ist relativ klein, sage ich mal. Wir kühlen lediglich den Inverter und den Motor. Genau, und dann möchte ich euch einmal die Ladebuchse zeigen. Also normalerweise hätte man ja vorne den Tank. Problem ist aber, wenn man jetzt öffentlich lädt, ist es natürlich doof, vorne den Kofferraum die ganze Zeit aufzuhaben. Deswegen haben wir dann hier halt die Ladebuchse unter dem Nummernschild versteckt. Das ist ein ganz normaler Typ 2 Ladestecker, weil wir einphasig laden mit 3,3 kW, das ist klar. Hier sieht man noch einen kleinen Sensor, der ist halt dafür da, weil man in Deutschland eigentlich kein klappbares Kennzeichen fahren darf. Das wird bei uns in der Elektronik ausgewertet und nur dann, wenn das Nummernschild auch unten ist, können wir dann halt auch losfahren. Ja, kommen wir zum zweitwichtigsten Punkt. Wie groß ist die Batterie des Fahrzeuges? Wir haben hier Nissan Leaf-Zellen verbaut. Erste Generation, also nominell 24 Kilowattstunden. Wir verkaufen das als ein 20 Kilowattstunden Kit, da die natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und gebraucht sind. Aber 20 Kilowattstunden schaffen die auf jeden Fall noch. Die haben das aufgeteilt in zwei Batterieboxen. Wir haben einmal die Batteriebox hinter der Rücksitzbank, die sieht man hier. Das ist bei uns ein bisschen getarnt, dass man das nicht sofort erkennt als so ein alter Koffer mit Lederriemen und so weiter. Da ist ein Teil der Batterie drin und den anderen Teil haben wir dann vorne. Warte, ich muss einmal aufmachen, Moment. Vorbereitet. Gucken, dass wir die GoPro nicht kaputt machen. Nehmen wir den zweiten Teil der Batterie. Insgesamt sind das dann 48 Module. Und bei uns ist halt der Unterschied zu vielen anderen, dass wir halt Hochvolttechnik nehmen. Also im Endeffekt ist das Auto ein Nissan Leaf in einem Käfer. Das ist halt der Riesenunterschied. Ne? Wir haben halt ein Steuergerät, dass wir die Sachen wiederverwenden können. Kann da halt durchhalten bis zu 400 Volt System. Also nominell spricht man halt von 360. Was natürlich dann so modernste Technik ist, die man auch in Großserienfahrzeugen, ob es der Nissan ist, ob es der E-Golf ist, Teslas und so weiter. Das ist der Einzige, der mehr hat, ist der Porsche Taycan. Aber ansonsten ist man hier mit 400 Volt halt sehr modern aufgestellt. Die Vor- und Nachteile können wir aber nochmal in anderen Videos darstellen. Was man hier unten noch sieht, ist nochmal die Heizung. Das ist natürlich auch wichtig, besonders für den TÜV. Es muss möglich sein, dass wir halt die Scheibe defrosten können. Und das machen wir hier über ein PTC-Heizelement. Also ich würde schon behaupten, dass das schneller und besser geht als mit den Original-Heizbieren. Also wintertauglich, falls das irgendwer vorhat. Den Rest gucken wir uns am besten im Innenraum an, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns das hier mal in drinnen an. Also generell ist halt wichtig, dass man halt wenig daran sieht, dass es ein Elektroumbau ist. Fangen wir mal von links nach rechts an. Wir haben hier drei Schalter, das sind original VW-Schalter. Der obere ist für D, Drive, Neutral und Reverse. Ganz normal klassisch. Ein original VW Emergency Stop. Also wenn ich den ziehe, sieht man, geht das Licht an und wir können Notaus betätigen. Und wir haben hier drei Stufen für Rekuperation, also einmal aus, an und also leichte Rekuperation und starke Rekuperation. Das können wir aber alles über unseren Touch-Encoder einstellen, gehe ich gleich drauf ein. Der Rest ist im Endeffekt original VW Käfer. Also man sieht auf den ersten Blick nicht, wie wichtig das Elektroumbau ist. Wobei wir auch schon an neuen Sachen arbeiten, an digitalen Tacho,
Das ist aber noch ein Entwicklungsprojekt. Wir können aber hier mal so einen kleinen Teaser einblenden. Dann kann man auch auf unseren Touch-Encoder verzichten. Ich mache den Touch-Encoder mal an. Das geht im Prinzip über die Zündung. Dann kommt unser Logo. Ich drehe die Bremse. Man hört jetzt einmal die Schütze. Ich hoffe, man hört das auf der Kamera. Und dann haben wir im Prinzip, sehen wir, dass wir neutral sind. Und jetzt kann ich in D schalten und dann könnte ich fahren. Oder zurück, reverse, wie auch immer. Ich lege alles über den Windschalter hier oben. Dann hat man unterschiedliche Menüs. Man hat hier zum Beispiel die aktuellen Daten. Das können wir uns auf der Fahrt aber noch ein bisschen angucken. Das ist ein bisschen interessanter. Wir haben immer die Spannung, Batteriespannung, 379 Volt in diesem Fall. 0 Ampere Strom, Invertertemperatur 23, Motortemperatur auch 23. Dann dreht man hier einmal. Motor Torque, das ist im Prinzip nur ein Wert für mich zum Testen. Aktuell, dann haben wir Motor RPM, also die Umdrehung. Highest Battery Temperature ist 14, Lowest ist 12. Fault, also keine Fehler aktuell. Ein SOC, also Ladezustand 50%. CCL ist dann der Charge Current Limit, also im Endeffekt, wie viel Strom ich in die Batterie reinladen kann, maximal. Wie hoch der Strom sein darf, in diesem Fall 264 Ampere, das klingt jetzt nach sehr, sehr viel. Aber wir haben 1-200 Ampere auch in der Rekuperation teilweise. Je nachdem, wie stark wir das machen. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir natürlich über die Hinterachse bremsen. Das sollte man natürlich nicht überbremsen, aus Sicherheitsgründen, keine Frage. Dann noch DCL, das ist das Discharge Current Limit. Also wie viel Ampere ich aus der Batterie rausnehmen kann. In diesem Fall 369 Ampere. Genau, dann können wir mal zurückswipen. Dann nach oben haben wir einmal den Heater. Dann geht der an, man wird einmal das Schützlicht anziehen. Dann können wir uns das angucken. Wir ziehen in diesem Fall 5 Ampere. Das ist ein PTC-Heater. Also je wärmer wir wird, desto höher wird der Widerstand und so geringer wird der Strom. Also das pendelt sich jetzt ein bisschen ein. Über den Lüfter kommt die warme Luft dann natürlich aus den Original-Lüftungsdüsen raus. Ich mache das mal wieder aus. Im Stand macht das jetzt hier keinen Sinn. Genau, man schützt wieder abfallen. Was haben wir hier? Hier haben wir die Power-Einstellung. Also wir haben bis zu 80 kW. Je nachdem, welche Variante der Kunde bestellt hat oder ihr bestellt habt. Das kann man dann über das Drehrad stellen, wie viel Prozent man haben möchte. Ich habe jetzt hier natürlich die volle Version zum Testen und so weiter. Man kann dadurch das Auto dann auch drosseln, die Leistung. Dann können wir hier die Rekuperation, wie stark wir die haben wollen, auf der Rekuperationsstufe 1. Dann haben wir hier für die Rekuperationsstufe 2 auch die Einstellrädchen. Und je höher ich das einstelle, desto mehr bremsen wir über den Motor. Ja, im Endeffekt war es das jetzt auch schon. Ich glaube, hier unten haben wir nichts mehr. Achso, hier unten haben wir nochmal eine SOC-Anzeige, falls man das irgendwie groß haben möchte, weil es ja mit so das, ja, ich sag mal, die wichtigste Anzeige ist. Ja gut, dann fahren wir mal eine Runde, ne? Ja, was sagt ihr? Mega nice. Ungewohnt, ne? Ja, voll eng, bisschen eng, aber Malte, du wahrscheinlich gerade? Ja, es ist halt ein alter, kleiner Käfer, aber mit sehr ungewohnten Geräuschkulissen. Ja, stinkt gar nicht so wie sonst, ne? Wie man das sonst kennt. Elektrokäfer kennen die meistens nicht, aber wenn man sieht, freuen sie sich. Das ist so geil mit dem Käfer. Sehr gut. Genau, was ganz interessant ist, man kann halt hier unten dann nochmal die Batteriespannung und den Strom sich mal angucken. Ja. Genau, die Spannung bricht halt ein bei Belastung, ne? Das ist halt ganz normal bei einer Batterie. Und du siehst halt, wir rekuperieren jetzt mit 5 Ampere, das ist jetzt nicht besonders viel. Also wenn du die Spannung mal in Strom rechnest, dann hast du die Leistung, ist relativ easy, die dann im Endeffekt in die Batterie zurückgespeist wird. Also wir haben oben links haben wir die Spannung, oben rechts Rekuperation. Ne, das ist der Strom oben rechts, genau. Ah, ja. Jetzt gebe ich sozusagen Gas, dann haben wir halt 10 Ampere gehen raus, mal 376 Volt sind wir knapp bei 4 kW, also 3,7 kW Leistung. Ja. Je mehr Gas ich gebe, desto mehr Strom. Also was man hier halt hört, sind halt die Geräusche von dem Originalgetriebe. Das Schönste ist natürlich immer, das Getriebe vom Nissan original zu nehmen. Aber ja, mit der Pendelachse geht das einfach nicht. Das gucken wir uns mal im Technikvideo an. Ich verlinke euch das mal hier oder da oben. Und dann gucken wir uns das Auto von unten an. Und dann kann ich euch auch mal ein bisschen zeigen, wieso das in so einem alten Käfer nicht so einfach möglich ist, das Getriebe zu wechseln, ohne extremen Aufwand zu betreiben und auch den TÜV zu verärgern. So, jetzt können wir uns das gleich mal angucken. Also wir sind jetzt in Rekuperationsstufe 1, also geringe Rekuperation. Ich weiß auch, wir können mal gerade reingucken, was ich eingestellt habe. Genau, auf 30%. Ich mache das mal ein bisschen höher.
Und den zweiten machen wir mal auf 60%. Das ist schon relativ doll, aber das ist fürs Video vielleicht ganz interessant. Zack, zack, zack. Und so, wie gesagt, Rekuperationsstufe 1. Und dann schauen wir uns das mal an. Genau, das sind so 21 Ampere. Man sieht auch dabei, wenn wir halt laden, geht halt die Spannung wieder hoch. Ne? Im normalen Fahrbetrieb, wir ziehen jetzt ungefähr so 10 kW. Wenn ich jetzt vom Gas gebe und wir zurückspeisen, dann geht die Spannung halt wieder ein paar Volt hoch. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man dann halt sowas baut, dass man halt die Maximalspannung nicht zu hoch macht. Und deswegen ist auch so, dass bei Elektrofahrzeugen die Rekuperation, wenn die Batterie komplett voll ist, halt reduziert ist. Weil man dann halt die Spannung nicht erhöhen darf, sonst hat man die Ladeentspannung der Zellen halt überschritten. Das ist natürlich absolut zu vermeiden. Aber wie man sieht, man kann hier ganz gut cruisen. Wir fahren jetzt knappe 70. Das ist gar kein Problem. Also generell fährt der Käfer sich auch so wie ein normaler Nissan Leaf oder E-Golf oder sonst irgendwie was. Man kann fast so One-Pedal-mäßig fahren. Das ist schon echt ein cooles Gefühl. Was würdest du jetzt sagen, wie ist das vergleichsmäßig so von der Geräuschkulisse zwischen Getriebe und dem Motor? Was ist jetzt, was überwiegt? Im Prinzip hören wir nur das Getriebe, das originale Käfergetriebe, ja. Das ist natürlich unser Testfahrzeug. Wir haben natürlich da auch schon sehr viel Volllast draufgegeben und volles Drehmoment. Die Dinger sind 60 Jahre alt, die Getriebe. Niemand weiß, wer da schon rumgefuscht hat, welches Öl da drin war, wie oft das gewechselt wurde etc. Das ist halt super schwierig zu beantworten. Also generell, wenn das Getriebe in Ordnung ist, bin ich der Meinung, dass man das auch draufgeben kann. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, das Getriebe zu verstärken, keine Frage. Ist dann eine Kostensache. Oder man sagt halt, man begrenzt das Drehmoment auf einen gewissen Wert. Die Frage ist, was man mit diesem Fahrzeug machen möchte. Deswegen würde ich halt immer da, wenn man neueren Käfer hat, immer dazu tendieren, dass man direkt Direct Drive oder Direktgetriebe nimmt, dass man nur die einfache Übersetzung hat, das Original Nissan Getriebe oder Original Tesla, wie ich schon vorher meinte, und dann hat man diese Probleme nicht. Dann ist es auch noch drinnen ein bisschen leiser. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wie wir jetzt rekuperieren. So, ich schreck mal einmal drauf. Jetzt haben wir knappe 40 Ampere. Tesla-Motor oder sonst irgendwas, da würde ich natürlich schon empfehlen, oder da muss man eine Wasserkühlung für die Batterien haben. Das ist hier drin nicht notwendig. Wie hoch dreht der Motor jetzt bei Volllast? Theoretisch kann der Motor knappe 10.000 Umdrehungen. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall nicht zu machen. Das ist auch ein Riesenvorteil von dem anderen Getriebe, von dem Originalgetriebe, dass man da halt höher drehen kann. Ich würde es aber nicht unbedingt ein bisschen schlecht reden. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich das sehr, sehr gut fährt und die meisten Umbauten sind auch so oder werden so gemacht. Von daher funktioniert das. Generell ermöglicht unsere Technologie natürlich jetzt schon die Möglichkeit, dass wir das dann auch mit dem Einganggetriebe oder einfachen Übersetzung machen können, was schon Vorteile hat. Wie wir uns zum Beispiel im T5-Video angucken können oder halt auch mit den Tesla-Motoren im Porsche Boxster. Oder halt die anderen Umbauten auch. Da haben wir diese Probleme in Anführungsstrichen nicht. Das ist halt der Riesenvorteil davon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, für den ersten Shot reicht das, um einmal zu zeigen, was wir so gebaut haben. Wenn ihr noch Lust habt, weitere Videos von uns zu gucken, dann abonniert doch den Kanal.
Es kommen jetzt auf jeden Fall noch Videos, wo wir ein paar Zeiten messen, um mal zu gucken, wie schnell der Käfer jetzt geworden ist. In verschiedenen Konfigurationen, 40 kW, 60 kW, 80 kW beispielsweise. Oder auch im Vergleich zum E-Golf, wie der Käfer dann abschneidet. Wenn ihr ein bisschen mehr zu den Technikvideos gucken wollt, dann kommt jetzt auch nochmal ein Video, wo der Käfer auf der Bühne ist, wo wir dann nochmal auf die einzelnen Sachen ein bisschen detaillierter aufgehen. Aber ich glaube, für den Anfang ist das ganz gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.